Kater! Nein! Ich mache das jetzt mal hier gleich so, wie es eigentlich sein soll. Auf die gleiche Höhe wie die drüben. 2, 3, 4. Ja, wir wissen ja, was es jetzt wird. Hm? Und ich gehe mal davon aus, dass es genau das so hoch wird wie hier hoch. Weil das sind 100 pro die hier. Ist das richtig? Ja, okay. Gut, da können wir da ein bisschen vorgreifen. Ach da. So. Jetzt können wir hier drauf kriegen. Das sind Orachter.
Ich habe zwar jetzt auch keinen Plan, warum, aber wir machen das einfach mal so. Ist das überhaupt noch so das Ausmaß von dem kompletten Teil? Nee. Müsste ich mal so machen. Oder hier mal ein bisschen näher rangehen. So wäre es ohne Möglichkeit. So. Mann, was macht ihr denn heute da oben? Ich mache mal kurz eine Pause. Mal kurz oben anrufen. So, also abgeklärt, alles in Ordnung oben. Das heißt, wir können weitermachen. Jetzt geh doch darin. Warum willst du jetzt nicht? Streck dich mal nicht so hier. Also ich sitze hier. Boah. Also wenn's mal dann hält's aber alter Schwede. So. Das habe ich jetzt auch sehr, sehr gut erklärt, oder? Mietze, dir geht's auch gut? Dir geht's auch gut. Alles klar, gut. Ja, ihr braucht gar keinen. Alles in Ordnung. Ich habe nur gefragt. Wenn dir es gut geht, geht dir es gut. Es war lediglich eine Info für mich, dass draußen noch alles okay ist und. So, gut. Ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall diesen Bauabschnitt fertig machen. Und ich schätze mal, wir werden dann morgen. So. So um dieselbe Zeit wie heute auch. Weitermachen. Das ist ein Sechser. 2x6. 2x6. Ups. Und 9x6. Der hier. Ja, wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich morgen weitermachen und ich freue mich jedenfalls drauf. Denn morgen wird es interessant, weil morgen brauchen wir den zweiten Bauabschnitt. Gut, dann packen wir das Ding erstmal so ein bisschen beiseite, weil ich denke mal, jetzt gehen wir mit der anderen Seite weiter. Das steckt auch nicht so richtig fest. So, okay. Ja, sieht doch schon mal ganz passabel aus, was wir hier gemacht haben heute. Und das Teil kriegt ganz schön Gewicht. So, was brauchen wir denn hier? Dann brauchen wir den. Nee. Ich bin einfach nur bescheuert. Das
sind wir jetzt zweimal die gleichen. So, das ist so rum. So rum brauchen wir das. Den Vierer hier drauf. Ich denke, wir machen jetzt oben das Dach. Oben drauf. So. Ja klar, die haben die in verschiedene Tüten reingepackt, was ja auch völlig logisch ist. Oh mein Gott. Ja. Also hier kommt ein Zweier hin. Hier kommt ein Dreier hin. Hier kommt ein Sechser hin. Dann kommt hier der Einser. Das ist jetzt völlig schwierig. Moment. Da haben wir auch schon mal wieder einen kleinen Fehler drin. So. Und dasselbe passiert natürlich drüben auch. Eben schon wieder gedacht. So. Okay. Das beisammen. Weg damit. So. Ja, die werden jetzt so in dem Stil sein, weil das sind die letzten, die ich habe. Das sieht mir zwar nicht nach blau aus, sondern nach grau. Aber die habe ich nicht mehr. Also wird es passen. Egal. Vielleicht sieht man es auch gar nicht. Ja, wie eben schon erwähnt, man sieht es einfach nicht. 4, 4. So. Ich habe jetzt einmal so zugegriffen und es passt. Ich weiß nicht warum, aber es passt. Was kommt jetzt dazu? Die zwei und die zwei. Da kommt jetzt ein Neuner drauf, der Neuner Aufkleber. Okay, das sind die hier.
Da ist nachher ein Rollladen drin, deswegen haben die hier so eine Schiene drin. Acht. Aufkleber, die sind relativ gut, muss ich dazu sagen. Die lassen sich relativ einfach aufbringen. Fünf Stück müssen oben drauf. Fünf. Drei. Vier. Und fünf. Schickt ihr nur für komische Nachrichten? Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind einige Bots drin heute. Fast was vergessen. Okay. Das sollte jetzt so nicht passieren. Ich hoffe, wir haben alle. Also wenn jetzt was fehlt, liegt es auf jeden Fall unten auf dem Boden.
Ich dachte mir schon, mit dem machen wir jetzt so weiter, bis wir oben sind. Eigentlich wollte ich gar nicht auf die Anleitung jetzt gucken, das ist eh mal jetzt dasselbe, bis wir oben sind. Und wenn das nachher ganz schnell vorspielen, aber mit Sicherheit noch zwei Ebenen drauf. Aber die Bauweise ist sehr interessant, muss ich sagen. Ihr habt hier schon was. Und ich denke mal, dass jetzt die letzte Ebene ist, der wir jetzt drauf hauen. Wieso wusste ich das jetzt? Machen wir eine kurze Pause, so schnell mal einen Teil, kleinen Moment. So, entschuldigt, ich habe es gefunden. Es war technisch ins runtergefallen und das lag so unter meinem Rechner, dass ich richtig, richtig scheiße rangekommen bin. Ja, das passiert dann halt. Ist jetzt nicht sonderlich tragisch, aber war natürlich schon doof. So. Ich denke mal, wir sind inzwischen auch oben angelangt, was das hier betrifft. Schauen wir mal. So, jupp. Das haben wir soweit. Dann machen wir weiter. Hier oben haben wir noch die drauf. Da haben wir hier und hier eine. Ja. Dann haben wir den und den. Und die letzte graue Ebene, so wie es aussieht.
sind bis jetzt keinerlei Ersatzteile dabei, ne? Jedenfalls nicht von dem normalen Kram. So, und der hier. So. Und durch. Normalerweise müsste man es gleich geschafft haben. Yep. Genau. Aber irgendwie fehlt da was, oder? Fehlt was? 145? Nö, nee, fehlt nichts. Also das sind die Teile, die wir jetzt haben. Und jetzt müssen wir hier erstmal... Ich denke mal, dass der ganze Mechanismus noch dran kommt jetzt. Und ja... Ein paar kleine Teile sind doch über. Obwohl ich denke, die brauchen wir mit Sicherheit vielleicht noch irgendwie. Weil es haben ja auch ein paar Teile gefehlt. Seltsamerweise haben wir jetzt hier wieder zwei schwarze drin. Wo mir natürlich die grauen gefehlt haben. Aber ich habe bisher noch keine schwarzen bis dahin verbaut. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Ja, Freunde. Soweit sind wir erstmal mit dem ersten Bauabschnitt komplett durch. Und ich würde sagen, ich mache hier für heute live Schluss. Und wir sehen uns morgen wieder um dieselbe Zeit mit dem zweiten Bauabschnitt. Dann wünsche ich euch erstmal alles Gute und wir sehen uns ja morgen 14 Uhr. Geht's weiter. Bauabschnitt Nummer 2. Bis dahin. Tschüssi.